Zuschauer in unserer weltberühmten Serie Schwedische Hausmannskost will ich Ihnen heute ein neues Gericht zeigen. Und zwar machen wir Ragmunk mit Bacon. Ragmunk heißt auf Deutsch Kartoffelpfannkuchen und Bacon Aschbeck. Das kennt ihr sicher. Dazu habe ich schon einige Rohwaren vorbereitet. Und zwar benötigen wir Zwiebel, ein Ei, etwas Milch, Salz, Mehl, Kartoffel und Bacon und natürlich wie immer ein paar Preiselbeeren. Die gewünschte Menge Speck anbraten. Schauen, dass der Speck knusprig ist, aber vielleicht noch nicht ganz fertig gebraten, weil der kommt dann noch ins Rohr. Wie man Speck bratet, das brauche ich euch nicht zeigen, das könnt ihr sicher. Der Speck ist jetzt vorgebraten in der gewünschten Menge. Den werden wir nachher noch im Rohr kurz erwärmen. Und jetzt geht's zum Kartoffelpfannkuchen. Es gibt andere Wörter auch, die heißen Reibadatschi. Für den Kartoffelpfannkuchen etwas Milch in ein Schüsselchen geben. Ein paar, ich würde sagen, 1,5 Löffel Mehl. Gut umrühren. Jetzt das Ei dazu. Umrühren. Und noch etwas Milch dazu. Wenn man glaubt, es ist zu dünn, noch etwas Mehl. Und immer umrühren, dass man keine Breckerl hat. Die geriebenen Kartoffeln habe ich jetzt in der Schüssel mit dem Teig, mit dem vorher vorbereiteten Teig vermischt. Ich habe noch etwas gesalzen. Ich habe gut durchgemischt. Und jetzt werden wir eine Probe backen. In die heiße Pfanne etwas Speisefett. Und einmal eine kleine Menge von der Kartoffelmasse einlegen und schauen, wie es wird. Das ist der erste Probedurchgang. Nicht zu heiß backen, etwas weniger Wärme und etwas länger backen. Es kann sonst sein, dass die Oberfläche verbrannt ist und die Kartoffeln noch roh sind. Hat man das Gefühl, dass der Teig zu weich ist, vielleicht noch einen Löffel Weizenmehl dazu. Nach ein paar Minuten den Kartoffelpfannkuchen wenden. Dann sollte er so ausschauen. Er ist am Rand etwas schwarz geworden, aber das werden wir bei den anderen besser machen. So, und jetzt geht's zu den richtigen, die wir noch essen werden. Schön ausdrücken, damit er nicht zu dick wird. Und wie gesagt, nicht zu schnell braten und nicht zu heiß braten. Die Ragmunk sind jetzt fertig gebraten, schauen gut aus. Bacon ist auch fertig gebraten, schaut sehr gut aus. Jetzt geht es noch für wenige Minuten ins vorgeheizte Backrohr, damit es auch richtig warm ist. Jetzt geht es ans Anrichten. Heiße Teller haben wir schon. Zwei Ragmunk kommen auf das Teller. Das Bacon, so viel wie man möchte.
ein paar Preiselbeeren. Und so sieht dieses delikate Gericht aus. Dazu servieren wir einen frischen Wie immer wünschen wir euch einen guten Appetit.